Vom Riesen und den beiden Geschwistern. Früher lebten einmal zwei Geschwister in einer sehr einsamen Gegend, einträchtig beieinander. Es wird erzählt, dass ihre Eltern schon vor langem die Welt verlassen hatten, als sie in die Streitigkeiten zweier Dörfer verwickelt worden waren. Das ältere der beiden Geschwister war ein stattlicher Jüngling, und das jüngere war ein Mädchen, das zählte etwa 14 Jahre. Manchmal wird erzählt, die beiden seien in Wirklichkeit keine echten Geschwister, sondern nur Geschwisterkinder gewesen, aber wegen ihrer Jugend und auch wegen der Leiden, die sie gemeinsam erfuhren, betrachtete man sie als Geschwister. Das Haus der beiden lag sehr abgelegen, und jeden Morgen gingen sie mit genügend Proviant versehen pünktlich zur Arbeit im Sawa. Der Weg dorthin war so weit, dass ihre Füße immer müde wurden. Das Sawa, das man besser als ein zum ersten Mal bearbeitetes Feld bezeichnet, lag mitten im Dschungel in einer Lichtung. Soweit das Auge schaute, sah man große Bäume, die wegen ihrer dichten Blätter furchterregend wirkten. Der Dschungel war von einem bösen Geist besessen, und ein Riese wohnte in ihm, dessen Freunde darin bestand, lebende Menschen das Blut auszusaugen. Am Rande des Sawa der beiden Geschwister breitete sich niedriges Gestrüpp aus, auf das gewöhnlich Schwärme von Vögeln niederfielen, und nicht weit von diesem Gestrüpp war der mächtige Dschungel. Eines Tages gingen die beiden wieder wie gewöhnlich zur Arbeit zum Sawa. Der Reis war fast reif, und ihre Arbeit war von Tag zu Tag schwerer geworden. Groß war die Zahl der Spatzen, die schon von ihren Reiskörnern gegessen hatten, obwohl die Geschwister ununterbrochen oben von ihrer Wächterhütte herab schrien und an den Seilen zogen, die mit Vogelscheuchen behängt waren. Plötzlich aber, ohne dass man wusste, woher es kam, ließ sich ein Vogel mit schön gefärbten Federn nieder. Sein ganzer Leib leuchtete in Schönheit und strahlte im Glanz der Morgensonne. Das Mädchen, das zufällig gerade gesehen hatte, wie der Vogel sich hinsetzte, schrie vor Freude. »Kack«, rief sie, »ich möchte gern diesen Vogel da. Ist er nicht wirklich, wirklich schön? Bitte, fange mir zum Vergnügen.« Auch ihrem Bruder gefiel die Schönheit des kleinen Vogels. Lächelnd stieg er von seinem Wächtersitz herab und gab seiner Schwester den Auftrag, gut Acht zu geben. Der Vogel benahm sich, als sei er zahm, aber immer, wenn der Bruder seine Hand ausstreckte, hüpfte er flink auf einen anderen Ast. In Wirklichkeit war der Vogel von dem Riesen dazu ausgesandt, den Bruder in den Wald zu locken, damit er sich dort verirrte. In seinem Eifer drang er tatsächlich auch tief in den Wald ein, ohne solch eine gemeine List des Riesen zu ahnen. Der Tag hatte schon den Mittag überschritten. Die Schwester, die in der Hütte wartete, ängstigte sich immer mehr, weil ihr Bruder noch nicht wiedergekommen war. Um ihre Angst, von ihrem Bruder allein gelassen zu sein, zu vertreiben, sang sie immer wieder ein Lied. Und so hörte auch der Riese die Stimme des Mädchens, und jedes Mal, wenn die Kleine mit ihrem Gesang fertig war, antwortete ihr der Riese und ahmte dabei die Stimme ihres Bruders nach. Dabei näherte sich seine Stimme mehr und mehr der Hütte, während das Mädchens in seiner Freude überhaupt nicht bemerkte, dass es in Wirklichkeit die Stimme des Zauberriesens war, der in diesem Dschungel lauerte. Dessen Durst nach Menschenblut wuchs mit jedem Augenblick mehr. Und als er bei der Hütte ankam, wo die Kleine gerade eifrig sang, stürzte er sich auf das Mädchen, zerfleischte seinen Körper und saugte mit seinem übermäßigen Durst sein Blut aus. Dann kehrte er in seine Behausung zurück. Nachdem der Bruder es müde geworden war, dem Vogel nachzujagen, kehrte er schließlich schweißgebadet zu der Wächterhütte zurück. Doch
was er dort sah, beschwerte und erschreckte ihn zutiefst. Rings um die Hütte war der Körper und die Gebeine seiner Schwester verstreut, und hier und da konnte man noch Blutspritzer sehen. Tiefste Trauer zeichnete sich auf seinem bleichen Gesicht ab, gemischt mit einem Gefühl der Reue. Er wünschte, sich an dem verfluchten Zauberriesen zu rächen, und er betete zu dem Herrn der Natur, zu allem, was zu Lande, zu Wasser wuchs, man möge ihm eine ebensolche Zauberkraft geben, wie sie der Riese besaß. Der Herr war gerecht. Der schöne Körper des Bruders veränderte sich und wurde kräftig, ausgestattet mit Muskelbündeln, die fest wie Stahl waren. Er war jetzt nicht mehr der schwache Junge, sondern ein neuer Mensch, in diese Welt hineingeboren mit einem Körper und einer Seele, stark genug, um allem Unheil Widerstand zu leisten. Dann erweckte er seine Schwester, die schon am Vergehen war. Ihr Leben kehrte wieder zurück, so wie es früher war, zugleich mit einem überströmenden Drang nach Rache. So geschah es dann, dass der Riese, als er am folgenden Tag zu der Hütte kam, um den Bruder zu überfallen, jetzt wieder auf die Schwester stieß, die er zuvor das Blut ausgesaugt hatte. Ein heftiger Kampf erbrannte. Viele Bäume stürzten nieder, Äste und Zweige brachen wie Glas. Alle Bewohner des Dschungels waren Zeugen des Geschehens, und die Heftigkeit des Kampfes ließ die Brust erzittern. Zauber wurde mit Zauber vergolten, und nachdem schließlich mehrere Tage vergangen waren, unterlag am Ende der Riese. Sein Körper war zerschmettert, und ein letzter Schrei hallte in die Luft. Ja, wie zufrieden war da die Schwester, weil sie ihr Ziel erreicht und den Fluch über den Dschungel aufgehoben hatten, dank der Gnade des Herrn, der beschlossen hatte, sie zu zauberkräftigen Menschen zu machen. Sie umarmten sich innig, und die Schwester war ihrem Bruder, der sie wieder zum Leben gebracht hatte, unendlich dankbar.